Eine kleine Prozession, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von leimenlokal.de. Ich habe etwas in der Hand. Ich bin nicht einfach so gelaufen, sondern ich habe was in meiner Hand. Eine kleine Prozession. Vielleicht denken Sie dann gleich vielleicht an Fronleichnamsprozession. Unser Land, besonders Deutschland, kennt die Fronleichnamsprozession sehr. Auch heute ist es ein nationaler Feiertag. Die Politik weiß, was eigentlich dieser Tag bedeutet. Selbst in der Zeit der Nationalsozialisten war dieser Tag sehr wichtig. Das war ein Tag, wo die Machthaber keine Chance hatten, dagegen zu sprechen. Fronleichnamsprozession war ein Tag der Proteste, der Sammlung, aber auch eine tiefgreifende Bedeutung. Die Menschen durften draußen laut sagen, für was sie leben. Fronleichnamsprozession ist auch heute aktuell. Auch wenn manche Prozessionen nicht so gefüllt sind wie früher. Sehr gerne fährt man in Urlaub, gerade an diesem Tag. Aber Fronleichnamsprozession hat für mich als Priester, als Christ, ein sehr wichtiges Fest. Fronleichnam, da trägt der Priester oder der Diakon mit dem Volk Gottes den Leib Christi. Das ist das einzige Fest, wo die Christen, ganz besonders die katholischen Christen, auf den Straßen sind. Sie laufen mit dem Leib Christi, um der Welt zu zeigen, was für sie sehr wichtig ist. Nämlich der Leib Jesu Christi selber. Weil Jesus das uns beauftragt hat oder aufgetragen hat, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und deshalb tun die Christen, besonders die katholischen Christen, nehmen den Leib Christi auf den Straßen. Und sie sagen, aus dieser Kraft lebe ich. Zweitens, Jesus ist präsent. Jesus ist gegenwärtig. Wenn Jesus schon vor 2000 Jahren gelebt hat und wenn er heute nicht mehr leibhaft da ist, versuchen die Christen das zu erinnern. Das heißt, sie verinnerlichen die Gegenwart Christi mit den Zeichen von diesem Brot, von dem Leib Christi selber. Sie haben vorhin ein Plakat gesehen. Da steht, ich weiß nicht, wohin Gott führt, aber ich weiß, dass er mich führt. Und das ist eigentlich der Gedanke, wenn die katholischen Christen unterwegs sind und wenn sie wirklich sagen, ich weiß nicht, wohin mein Leben geht, aber ich weiß, dass Jesus bei mir ist. Gute Gedanken, einen schönen Sonntag.